Moin. Alles gut? Tja, eigentlich wollte ich darüber kein Video mehr machen. Das war auch jetzt so eigentlich nicht geplant. Aber heute hatte ich ein Gespräch halt. Und klar, so einige, mein Kanal ist ja auch mini klein, aber völlig egal. Kriegen natürlich auch welche mit aus dem Umfeld. Und da hat jemand zu mir gesagt, wenn du deinen Motor nicht hättest, dann würdest du gar nicht vorwärts kommen oder gar nicht mehr Fahrrad fahren. Dann dachte ich mir eigentlich, naja, seinem Einwand, da habe ich ja mal ein cooles neues Thema. Wer würde zurück wieder aufs normale Fahrrad umsteigen, in Anführungszeichen? Wie sind wir da drauf jetzt gekommen? Ja, ganz einfach. Er sagte, ja, du ohne Motor, dann fährst du nicht mal. Und sage ich, weißt du was? Ich sage, du hast komplett recht. Dann würde ich nicht mehr so viel, so weit und so oft fahren. Das ist auch jedem selber überlassen. Ich kann da nochmal zu sagen, jeden, den es betrifft oder sich da die Schuhe jetzt mit anzieht, auf jeden Fall ist das jedem seine eigene Entscheidung, wie und was. Das ist ja, das E-Bike-Fahren ist ja auch ein mega Hobby. Es geht ja nicht nur ums E-Bike fahren, sondern es geht auch einfach darum, um die Faszination E-Bike. Ja, die Technik, dem Akku. Ich kann weitere Touren planen. Und wie gesagt, hatten wir schon drüber gesprochen, ich komme ja viel öfters raus. Aber ich finde das respektlos den Leuten gegenüber. Ein paar haben ja auch darüber geschrieben, dass sie dankbar sind, dass es überhaupt ein E-Bike gibt. Weil dadurch kommen sie wieder raus, können ihre Gelenke oder wie auch immer entlasten und sie sind wieder bewegungsfähig. Und dann kommt da jemand halt und erzählt da so einen Quatsch. Ja. Es ist jedem selber überlassen, ob er sich jetzt ein normales Fahrrad kauft oder ein E-Bike. Aber dann immer wieder, das Thema hatten wir ja, Vorurteile, das hätte ich da gut mit einbauen können, so einen Quatsch dann zu erzählen. Ja. Es ist ja auch, wie gesagt, diese Faszination E-Bike fahren, dass man so viel damit machen kann und natürlich auch dann schneller ist. Ich sage mal, es gibt natürlich auch normale Radfahrer, in Anführungszeichen, die auch super schnell unterwegs sind. Mein Respekt, alles super. Aber das hat doch nichts damit zu tun, wenn man sich dafür entschieden hat, dass man faul ist oder keine Lust hat auf Bewegung. Verdammt nochmal, wir bewegen uns doch. Wir sind doch unterwegs, wir machen was, wir gehen raus, wir ziehen die Frauen mit, wie auch immer. Komm mit oder umgedreht, alles gut. Genau das, was wir wollten, wurde erreicht. Aber dann hast du eben immer wieder solche Leute, die dann so einen unwissenden Quatsch erzählen. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Sorry, aber ne, es macht doch so einen riesen Spaß. Übrigens bin ich mit dem Zünderb unterwegs. Genau richtig jetzt. Dass man das nochmal kundtut. Wie gesagt, sind viele dankbar für, dass es so solche Bikes gibt. Und ich spreche da jetzt für mich, wenn es kein E-Bike gäbe, ja sicherlich, ich würde einen Kilometer, 2 Kilometer, vielleicht auch mal 4 oder 5 Kilometer fahren, ja, alles klar, kein Thema. Aber niemals mehr diese Strecken, die ich jetzt fahre, zurücklege oder auch jetzt hier über E-Bikes berichte, das, ja, hätte ich einfach nicht den Nerv zu. Dafür wäre ich einfach, sage ich mal, wenn du, wie gesagt, eine harte Woche hinter dir hast und sollst dann noch am Wochenende eine Radtour mit 100 Kilometer fahren, das wäre nicht meins. Und da bin ich auch nur ehrlich und wenn das viele nicht gut finden, akzeptiere ich, ist auch völlig in Ordnung. Deswegen spreche ich auch für mich. Aber es wäre mir dann echt zu anstrengend. Und das hat aber trotzdem damit nichts zu tun, dass man als E-Bike-Fahrer nichts tut. Im Gegenteil. Man trainiert genauso die Ausdauer und den ganzen Körper. Hatten wir alles schon drüber gesprochen. Und es ging mir jetzt einfach nur darum, dass dann so ein Quatsch erzählt wird. Ja, das musste ich jetzt nochmal loswerden. Und wenn es E-Bike nicht gäbe, nö, bin ich ehrlich, würde ich mit Sicherheit nicht mal die Hälfte oder nicht mal 30% so oft raus in die Natur oder auf dem Fahrrad sitzen oder käme auf die Ideen, mit dem E-Bike einkaufen zu fahren. Da gab es ja auch schon, ja, und die Flaschen und so mit dem, verstehe ich auch alles. Aber
Das ist ja schon mal ein erster Weg, dass man sagt, man lässt das Auto stehen und bringt die Pfandflaschen weg, wie auch immer, oder die PET-Flaschen. Klar, wäre schön, wenn es da bessere Lösungen für gäbe, irgendwann mal noch. Aber im Moment ist es so und ja, das macht man dann halt so erstmal mit, ne? Aber anstatt man dann auch mal sagt, okay, so ist zwar nicht so, aber man fährt ja wenigstens mit dem E-Bike dahin. Top, alles gut. Schalten ist kein Geheimnis. Ja, ich hoffe, ist jetzt keiner böse mit mir, aber das ist meine Meinung dazu und da stehe ich auch zu. Also ich wäre da nicht mehr dann so am Start. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel von euch auch sagen, ich nehme das E-Bike oder was das in dem Leben verändert hat. Es verändert ja auch vieles. Wie gesagt, früher bist du jede Kleinigkeit bist du mit dem Auto losgedonnert. So, und heute sagst du dir einfach mal, nö, wir nehmen das Bike. Schön, weniger Umweltbelastung. Und das ist erwiesen, ja, dass ein Auto mehr die Umwelt belastet, wie jetzt sage ich mal ein E-Bike. Aber sowas, weiß nicht, wird es wohl immer geben und ich reg mich darüber auch jetzt nicht auf, aber mich hätte jetzt mal interessiert, wie ihr mit den Kommentaren darauf reagiert. Wer jetzt auch voll abgefahren ist aufs E-Bike und das schon eine Weile macht und sagt, käme das für denjenigen in Frage, nochmal wieder umzusteigen? Vielleicht, es gibt bestimmt auch welche, die beides noch haben. Ich habe auch noch ein schönes, oh, ich weiß nicht, was das ist. Hanseatic oder was? Schon zig Jahre alt. Gut, Reifen vorne und hinten platt, steht im Schuppen. Habe ich keinen Reiz irgendwie, weiß ich nicht, weil da ist diese Faszination nicht da mit dem, so hier, was du am E-Bike hast, mit dem Licht und mit dem Display und wenn du weißt, du bist mal gar und dir tun die Beine weh, kannst den Motor zuschalten, hast Unterstützung und da ist dann auch gleich wieder die Motivation da. Sicherlich ist es auch ein Kostenfaktor immer, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob der ein E-Bike hat, der das erzählt hat, aber ist auch egal. Soll mich nicht jucken. Ja, ich arbeite ja gerade an dem Tourenvideo. Aber es fängt immer wieder an, zwischendurch zu regnen, wo ich dann das eigentlich fertig machen wollte jetzt. Aber ich hoffe mal, dass jetzt am Wochenende irgendwann nochmal eine große Lücke gibt, wo wir das machen können. Ansonsten wünsche ich euch erstmal bis dahin ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Ach, übrigens hier mit dem Zünder werde ich auch nochmal jetzt 1000 Kilometern nochmal ein Video machen, weil wir damit bis jetzt überhaupt gar keinen Stress haben. Das läuft wirklich sehr, sehr gut. Ihr müsst aufpassen, hier drunter ist irgendwie so. Eieiei. Fertig. Das bringt auch noch mal was. So. Ja, der Spiegel ist ja auch ganz toll. Er verabschiedet sich. Das ist ja, habe ich reklamiert. Kleiner Sprung, ich werde verrückt. So, aber jetzt wirklich. Bis bald.